Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie auf das Allerherzlichste zur heutigen Partie. In der heutigen Partie spielt Werder Bremen gegen... Und jetzt der Schuss! Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Schmiedebach. Andreasen. Kramer. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Gute Chance. Er schießt. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Traoré. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Er versucht. Trifft er, ja, drin, Tor. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Da hat er super reagiert, ganz im Gegensatz zur Abwehr. Einfach den Tick wacher. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. So. Der Ball kommt gut. Da kommt der Schuss. Hier hat er sich gegen die Verteidiger nicht durchsetzen können. Deswegen ging dieser Versuch auch so daneben. Ja, er hat sie einfach nicht abschütteln können, um präzise genug abzuschließen. Rudi. Sie holen sich den Ball. Pfiff. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Ginter. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Uccia. Was für ein Tor. In der Wiederholung sehen wir es nochmal. Den muss er natürlich machen. Klar, der Torhüter war raus aus dem Tor, dann hat er natürlich leichtes Spiel. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Vestergaard. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Schmiedebach. Kiyotake. Es gibt Strafstoß. Der Schiri zeigt Rot. Berechtigt für dich? Ich denke schon, denn er vereitelt eindeutig die Torchance. Das ist natürlich doppelt hart. Er macht das Tor. Guter Elfer. Sauber vom Punkt verwandelt. Er hält dem enormen Druck stand und macht das Ding. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Uccia, ein unfassbares Tor. Was für ein Instinkt und was für eine Quote. Das war sein drittes Tor in diesem Spiel. Was für ein Lauf. Vielleicht geht ja noch mehr. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. So. Kirchhoff.
Er bleibt weiter. Das könnte die Gelegenheit geben. Uccia. Brillant gemacht. Und heute stimmt's wirklich mal. Jeder Schuss ein Treffer. Das ist ja schon fast unheimlich. Vor allem für die Verteidiger. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und wir haben einen neuen Spielstand. 4:1. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Klasse Seitenwechsel. Schöne Aktion. Das ist jetzt seine Chance. Macht er das Tor? Er versucht. Den Spielzug haben sie wunderbar zu Ende gespielt und dem Torhüter keine Chance gelassen. Und am Ende ist der Treffer dann auch nur noch Formsache. Also hier sieht man noch mal ganz deutlich, der Torhüter dachte, der Ball geht an die Latte. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Jetzt ist er durch. Super gemacht vom Torwart. Mit der Ecke könnte es gefährlich werden. Und noch ein Eckstoß. Uccia, er macht das Tor. Klasse Kopfball. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Super, wie sie diesen Standard genutzt haben. Sowas ist einfach Gold wert. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Sie liegen deutlich vorn. Kramer. Und da kommt er an den Ball. Rudi. Tor, ganz stark gemacht. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Kiyotake. Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Schussversuch. Gute Aktion vom Torhüter. Und die Chance, aber nein, er gibt abseits. Hoffmann. Kiyotake. Schönes Tackling und den Ball erobert. Prip. Kann er den Ball behaupten? Kirchhoff. Latte. Und jetzt der Schuss. Super Einsatz vom Torhüter. Etwas überraschend, der Spielverlauf. Aber jetzt ist erstmal Pause. Traurig. Noch 45 Minuten zu gehen und bisher war das Spiel doch sehr, sehr eindeutig. Andreasen.
Marcelo. Albornoz. Und den Ball hat er sich geholt. Super durchgesetzt. Stark gemacht, das könnte was werden. Ganz souverän hier vom Torhüter. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Albornoz. Derzeit will ihm nicht viel gelingen, aber durch solche Momente muss jeder Fußballer mal durch in seiner Karriere. Er braucht einfach mal eine gute Situation, vielleicht einen guten Abschluss, dann kommt das Vertrauen in die eigene Stärke zurück. Kirchhoff. Eine super Leistung in Durchgang 1 von ihm. Sensationelle erste Hälfte. Da kommt der Schuss. Der Ball ist drin. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Benchop. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. So, es ist soweit. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie. Angesichts seiner Leistung war die Auswechslung absehbar, ne? Er ist nie richtig ins Spiel gekommen. Also da darf er sich über die Auswechslung wirklich nicht beklagen. Das könnte gefährlich werden. Jetzt schießt er. Was für ein Tor! Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Er spielt den Pass zurück. Krim. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Die spielen hier wirklich am Limit, was den Einsatz angeht. Zu häufig sind sie jenseits des Erlaubten unterwegs. Und auch in dieser Szene gibt es wieder eine Karte. Vorteil, das ist die Chance zur Flanke. Was geht der für ein Risiko? Jetzt könnte er gelb-rot bekommen. Er kommt nochmal davon. Keine zweite. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für Hannover. Dann geht es zur... Das könnte die Gelegenheit geben. Er versucht's. Da macht er ihn rein. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Kein Zweifel, das ist Freistoß. So. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Baumann. Groß. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Da kann er sich den Ball holen. Und jetzt wird es Einwurf geben. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Und damit ist das Spiel für ihn vorbei. Er wird ausgewechselt. Man muss es leider so hart sagen, es wurde Zeit, ne? Ja, Wolf, manchmal läuft es einfach nicht. So ein Spiel ist natürlich Gift für das Selbstvertrauen.